Ich war mir selten sicherer, dass eine deutsche Lagenstaffel der Frauen hier Gold gewinnen wird bei einer Europameisterschaft. Aber ich bin mir auch jetzt schon wieder ziemlich sicher, es wird wieder so ein bisschen Bibbern geben, nämlich die Zeit zwischen Anschlag und die Bestätigung, dass dann auch alles mit rechten Dingen bei den Wechseln zugegangen ist. Es hat es oft gegeben in der Geschichte des internationalen Schwimmsports, dass da oben schon gefeiert wurde und dann kam eine eiskalte Nachricht aus dem Callroom. Nix da, das Schiedsgericht hat anders entschieden. Da kommen sie, Jenny Mensing, Sarah Pöwe, Alexandra Wenck und Britta Steffen. Unsere vier Frauen für Gold von Debrecen. Eben bevor Deutschland reinkam, haben wir die Italienerinnen gesehen, die wir möglicherweise zu den ärgsten Konkurrenten halten müssen. Und jetzt kommt Spanien. Mit Startschwimmerin Mercedes Perez Minguet. Die Türkei mit der 15-jährigen Hazal Sarıkaya als Startschwimmerin. Und hat Ungarn hier wirklich nur Außenseiterchancen, wie es Bahn 8 suggerieren könnte? Jakabosch und Hosszú sind eben noch die kräftezehrenden 400 Meter Lagen geschwommen. Vielleicht vergrößert das auch die Siegchancen dieses Quartetts mit Startschwimmerin Peggy Mensing, die hier ganz links steht. Die eine mehr als Erfolg, Jenny Mensing, klar, eine sehr erfolgreiche Europameisterin ist. Gold über 100 Meter Rücken, inklusive Olympia-Qualifikation. Silber über 200 Meter, Rang 4 über 50 Meter. Gibt es jetzt auch noch mal Gold mit dieser Lagenstaffel? Die schnellste Vorlaufzeit hat Italien hingelegt. Was nicht gleichbedeutend ist, dass diese Mannschaft dann auch die größte Konkurrenz sein wird. Jenny Mensing bei der Startvorbereitung. Hundertstel. Da ist sie genauso schnell aus dem Block gekommen wie die italienische Konkurrentin, wie Arianna Barbieri. Gelbe Bahn, die untere gelbe Bahn, das ist Frau Kommissar aus Wiesbaden. Sie kann, wenn es drauf ankommt, sogar unter einer Minute bleiben über 100 Meter Rücken. Das ist ihr zuletzt bei den deutschen Meisterschaften gelungen und ich bin gespannt, was sie hier jetzt hinlegen wird. 1700stel, die Italienerin Arianna Barbieri vorne und jetzt hat Jenny Mensing, die Kameraeinstellung zeigt es deutlicher, gleichgezogen. Das ist sie mit der Top-Ansicht. Barbieri lässt sich nicht abschütteln, beide gleich auf. Jetzt die letzten Meter für Jenny Mensing, schon wieder ein kleinerer Vorsprung. Schnelle Zeit, 100,51 Sekunden. Deutschland führt nach den ersten 100 Metern. Und jetzt im Wasser Sarah Pöwe. Auch für die gebürtige Südafrikanerin gab es hier den größten Erfolg ihrer Karriere zu feiern. Der erste Langbahntitel über die 100 Meter Brust. Wenn sie das jetzt bestätigt, dann wird es auch was mit der Goldmedaille. Und sie legt mächtig vor, Sarah Pöbel. Für Italien ins Wasser, Ilaria Bianchi, die auch im Einzelwettbewerb 2 Sekunden langsamer gewesen ist als Sarah Pöwe. Das vergrößert die Siegchancen hier immens und der Vorsprung jetzt nach den 50 Metern schon 1,66 Sekunden. Deutschland führt vor Italien. Ja, das ist sehr, sehr gut, was Sarah gemacht hat, sich sehr schnell von der Italienerin gelöst. Und sie ist auf einem Kurs von einer Zeit von unter 1,07, 1,06. Das wäre eine Weltklassezeit für die Sarah und es ist sehr, sehr wichtig, dass die Delfinschwimmerin Alexander Wenck ins Wasser springen kann und links und rechts keine Wellen hat, um das seichte, glatte Wasser zu nutzen, um die Delfinbewegung optimal gleich auszuführen. Mehr als eine Körperlänge Vorsprung für Sarah Pöwe, das braucht sie auch, denn jetzt kommt der Neuling, Alexandra Wenck, 17 Jahre alt, aus München. Der Vorsprung immer noch 1,39 Sekunden und das muss sie jetzt halten, denn am Ende kommt ja Britta Steffen. Ja, und ich habe gesehen, Sarah Pöwe hatte eine 1,07,44. Das ist genau exakt die Zeit, die sie bei ihrem Europameistertitel geschwommen ist. Die kleine Alexandra Wenck aus München führt. Auch wenn die Führung etwas geringer geworden ist, Italien kommt ein bisschen näher ran mit Chiara Borgiato. Die 17-jährige Deutsche bei ihrer ersten EM immerhin siebte über 200 Meter Lagen.
Sie war im Vorlauf hier schneller als Sina Sutter. Deshalb auch die Berücksichtigung in der Staffel, die jetzt noch mal ein bisschen enger wird. Alexandra atmet nach links. Sie sieht Bojata da kommen, aber es ist nach wie vor ein komfortabler Vorsprung. Kompliment an Alexandra Wenk. Wenn dieser Wechsel jetzt geklappt hat, es ist immer noch mehr als eine Sekunde, dann wird es was mit Gold. Britta Steffen, kommt sie hier zu ihrer zweiten Goldmedaille heute, sieht verdammt danach aus. Und Alexandra Wenk, eine sensationelle Zeit, 57,74 Sekunden. Das ist unglaublich schnell gewesen. Trotz der schlechten Wende hat sie hier eine sensationelle Zeit geschwommen. Wieder Gänsehautatmosphäre im Schwimmpalast von Debrecen. Die letzten Meter auf dem Triumphzug für Britta Steffen, die diese Staffel mehr als sicher nach Hause bringen wird. Sie profitiert von der glänzenden Vorarbeit von Mensing, Pöwe und Wenk. Und jetzt schwimmt sie hier zu Gold, wenn dann alles bei den Wechseln geklappt hat. Auch für Britta Steffen eine dominante Rolle hier auf den letzten Metern. Das ist eine Deklassierung der italienischen Mannschaft. Deutschland ist Europameister mit der Lagenstaffel. Und nie war eine Staffel schneller gewesen bei Europameisterschaften als dieses Quartett. Jenny Mensing, Sarah Pöwe, Alexandra Wenk und Schlussschwimmerin Britta Steffen. Das war wirklich mehr als eine Demonstration, wenn die 17-jährige Alexandra Wenk hier schon mächtig so mitrollt. Ja, nicht nur das, sondern die Britta Steffen ist gerade eine Hammerzeit geschwommen. 52,74 Sekunden. Das ist eine wahnsinnige Weltklasseleistung gewesen. Und insgesamt kann man jetzt sagen, dass sich diese deutsche Lagenstaffel für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Weil eine Zeit von unter 4 Minuten ist das Ticket nach London. Und die freuen sich nicht nur über den Sieg oder dann über die Zeit, sondern auch über die Qualifikation für die Olympischen Spiele in 8 Wochen in London. Vor 2 Jahren gab es Bronze in Budapest. Aber noch ist nicht alles bestätigt. Und jetzt sind alle Resultate hier offiziell. Keine Mannschaft ist disqualifiziert worden. Deutschland ist jetzt Europameister. Vor 2 Jahren Bronze in Budapest. Vor 3 Jahren Bronze bei der WM in Rom. Es ist 10 Jahre her, dass eine deutsche Lagenstaffel der Frauen Europameister geworden ist. Das war 2002 in Berlin bei diesen fantastischen Europameisterschaften. Aber was diese 4 hier in dieser Zeit gepackt haben, damals war es Antje Buschulte, Simone Weiler, Sandra Völker und Franziska van Almsick. Wir haben 4 neue Stars im Deutschen Schwimmverband. Christine. Und da sehen wir natürlich die 4 strahlenden Mädchen. Und wir freuen uns auch auf Sie nachher im Gespräch mit Alexander Antoniadis. Und hier noch einmal ein paar wunderbare Zeitlupenstudien dieser 4 deutschen Schwimmerinnen, die zu Gold geschwommen sind über 4x100 Meter Lagen der Frauen. Jenny Mensing, danach war natürlich Sarah Pöwe hier, nach Alexandra Wenk, dann Britta Steffen im Wasser, diesen komfortablen Vorsprung genutzt hat und dieses Gold für die deutsche Mannschaft gesichert hat. Das insgesamt 8. hier in Debrecen vor Italien und